Videospiele unterhalten Millionen Menschen seit Jahrzehnten. Wir erleben programmierte Welten zunächst mit dem Joystick, abgelöst durch das Gamepad, anschließend kam Bewegung mit ins Spiel. Inzwischen können wir dank virtueller Realität nahezu komplett dem Alltag entfliehen und jemand vollständig anderes sein. Videogames gehören zu den größten Unterhaltungsmedien der Welt. Hier kann man sein Schicksal in die Hand nehmen und Dinge tun, die in der realen Welt undenkbar sind. Aber was, wenn Games niemals erfunden worden wären? Was, wenn der PSX-Zug niemals ins Rollen gekommen wäre? Was, wenn die Xbox niemals geöffnet und der kleine Gameboy niemals geboren worden wäre? Was, wenn es keine Videospiele gäbe? Sicherlich ein Schock für viele von euch und jetzt wirst du dich vielleicht wundern, wenn ich dir sage, ja, Videospiele wurden beinahe gar nicht erst erfunden und wir können uns streng genommen bei König Ludwig XVI. Von Frankreich für die Erfindung von Videospielen bedanken. Das klingt verwirrend, also hier die Erklärung dazu. Der Ursprung von Videospielen lässt sich auf ein altes Ballspiel zurückführen, das wir heute als Flipper oder Pinball kennen. Steve Baxter, ehemaliger Producer der CNN-Sendung Computer Connection, sagt dazu, man kann nicht sagen, dass Videogames aus dem Pinball heraus entstanden sind, wohl aber, dass es ohne Pinball keine Videogames gäbe. Pinball-Automaten spielten eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Vergnügungsindustrie. Automaten, in die man für ein Spiel eine Münze einwarf, gab es schon Jahrzehnte vor den ersten Videogames, so Ballyhoo 1932, der den Weg ebnete für weitere mechanische Spielchen. Die Zeit der Pinballs kam, als in den Städten Spielhallen eröffneten mit Dutzenden Maschinen zum Flippern. Die Leute liebten es und technischer Fortschritt wie Mikroprozessoren machten den nächsten Schritt möglich, wie 1972 Pong von Atari. Schon damals machte man sich Gedanken, wie man das Arcade-Feeling in die vier Wände bringen könnte. So kam Home Pong auf den Markt. 1972 kam auch die erste Spielkonsole mit verschiedenen Spielen auf den Markt, die Magnavox Odyssey, erfunden und entwickelt vom Deutsch-Amerikaner Ralph Baer. Auf der Plattform gab es Spiele wie Shooting Gallery und Table Tennis, beide inspiriert durch bereits existierende mechanische Arcade-Games. Doch was hat jetzt König Ludwig XVI. Damit zu tun? Die alten Flipperspiele, ohne die es wohl keine Videospiele gäbe, stammen wiederum von einem Spiel ab, das sich Bagatelle nennt. Ein Tischspiel, bei dem Spieler einige Bälle in die Löcher auf der Spielfläche schießen müssen. Dieses wurde bereits 1777 in Frankreich berühmt und das, nachdem der besagte König Ludwig es auf einer Party spielte im Château de Bagatelle. Also, ohne Bagatelle keine Flipper und auch die Geschichte der Gaming-Industrie wäre wohl möglich anders verlaufen. Beschäftigen wir uns nochmal mit Spielkonsolen für zu Hause, denn sie sind nicht ausschließlich aus der Spielhallenkultur hervorgegangen. Genauso muss man sich bei einigen Wissenschaftlern bedanken, die mit existierender Technik in den 1950ern und 60ern einfach etwas Spaß haben wollten. So entwickelte Physiker William Higginbotham bereits 1958 das Spiel Tennis for Two. Es lief über den Monitor eines kleinen Oszilloskop. Computerwissenschaftler Steve Russell schuf 1962 am MIT Space War. Das lief auf einem PDP-1-Computer, ein Gerät, das auch nicht zum Spielen gedacht war. Letztendlich beides Projekte, die großen Einfluss auf zukünftige Gaming-Entwicklungen hatten und alles, weil zwei Wissenschaftler sich mal nicht für Messergebnisse interessierten, sondern einfach nur spielen wollten. Okay, jetzt sagen wir mal, dass all diese Errungenschaften, Zufälle und resultierende Folgen nicht stattgefunden hätten. Die Menschheit wäre niemals in den Genuss von Videospielen gekommen. Wie sähe die Welt wohl aus? Die Welt würde sich wohl weiterdrehen, aber wirtschaftlich gesehen würde eine 137 Milliarden 900 Millionen Dollar schwere Industrie fehlen. 100.000 Arbeitsplätze würde es in der Form, wie wir sie heute kennen, einfach nicht geben. Videogames spielen heutzutage eine wichtige Rolle in der Wirtschaft großer Länder. So macht China von allen Ländern auf der Welt am meisten Geld mit Games, das vor allem mit Mobile Games. Ganz nebenbei existieren kulturelle Einflüsse, ja sogar die Entwicklung der Musik wäre anders verlaufen ohne Games. Kein Wap Wap und keine Second Beats. EDM, Dubstep und House haben ihre Wurzeln in 8-Bit-Videogame-Soundtracks wie Super Mario Bros. Und Tetris. Das Musikmagazin Magnetic berichtet, dass frühe daherpiepende Game-Musiken tatsächlich die ersten Formen massenkonsumierter elektronischer Musik gewesen seien. Von monotonem Gedudel bis hin zu mehrspurig arrangierten Sequencer-Beats. Zitat: Es gibt keine Zweifel, dass elektronische Tanzmusik aus der Welt der 8-Bit-Spiele entstanden ist. Doch gehen wir jetzt mal aufs Ganze und fragen uns, wie würde eine Welt ohne Videospiele uns Menschen beeinflussen? Was machen Games mit unserem Gehirn? Darüber debattieren Psychologen schon seit Jahrzehnten. So bringen einige Schlauköpfe bei der American Psychological Association Gewalt in Verbindung mit Videospielen. Gaming könne Einfluss auf gewalttätiges oder aggressives Verhalten haben. Andere Experten sehen dies anders. Über 230 Fachleute schrieben diesbezüglich einen offenen Brief. Die American Psychology Association liege falsch. Denn würde dies stimmen, so hätte die Gewalt unter Jugendlichen in den letzten 40 Jahren hochgehen müssen. Tat sie aber nicht.
Zahlreiche andere Studien kamen zu ähnlichen Ergebnissen. So sagt Chris Ferguson, Professor an der Texas A&M Uni, es konnte keine Verbindung zwischen gewalttätigem Videogaming und aggressiven oder gewalttätigen Handlungen gefunden werden. So fällt die Theorie Weltfrieden ohne Videogames auf jeden Fall schon mal flach. Da sind deine Eltern vielleicht jetzt ein bisschen enttäuscht. Vielmehr gibt es Hypothesen wie die sogenannte Flashbacks and Singers Catharsis Theory. Diese besagt gar, dass mit Hilfe von Games die Aggression der Gamer kanalisiert wird und sie beruhigt. Anders gesagt, man lässt seine Wut am Spiel aus und nicht an reellen Menschen. Das beruhige das Temperament und verhindere eher noch, dass jemand durchdreht und anderen wirklich Leid zufügt. Was Gaming-Gegner aber auch nicht gerne hören, ist, dass Zocken, sofern nicht übertrieben, eher noch das Gehirn stärkt als verdummt. Das bestätigte eine Studie des Max-Planck-Institutes von 2013. Eine Gruppe spielte 2 Monate lang Super Mario 64 täglich für 30 Minuten. Die Zockenden wiesen gegenüber den Nichtzockenden neurologische Verbesserungen auf. Bessere Erinnerungsbildung, bessere räumliche Navigation, besseres strategisches Planungsvermögen. Eine weitere Studie an der Universität Genf kam zu dem Ergebnis, dass Gamer durchschnittlich Informationen viel schneller verarbeiten können als jene, die nicht zocken. Wie sehr sich diese Forschungsergebnisse auf eine Welt ohne Videospiele auswirken würden, ist fraglich. Auf jeden Fall würden wir in einer Welt ohne einer der prägendsten, innovativsten Errungenschaften leben. Eine Welt mit einer Möglichkeit, weniger zu entspannen und abzuschalten. Es könnte sich gar um eine Welt handeln, die etwas dümmer ist als unsere aktuelle Realität, da unsere Gehirne nicht so sehr gefordert wären. Vielleicht eine noch aggressivere Welt mit mehr Wut und negativen Gedanken. Auf jeden Fall würde in den Clubs andere Musik gespielt werden, denn ohne König Ludwig XVI. Würde sich die Musik von Künstlern wie Drake anders anhören und es gäbe wohl auch kein Trap oder Cloud Rap.